Also es besteht eine 50-50-Chance, ne, dass das Video heute ein Fail wird. Ich habe, glaube ich, so ziemlich alles falsch gemacht, was man also falsch machen kann. Hey Leute, willkommen zu meinem 121. YouTube-Video. Wer das Video von letztem Mal gesehen hat, der weiß, dass ich ganz viele Upgrade-Boxen aufgemacht habe und da unter anderem diese Schätzchen drin waren. Und wer mich auch auf TikTok verfolgt, weiß, dass ich die jetzt schon ausprobiert habe und wirklich ein Fan davon bin. Hey Leute, wisst ihr, was die hier sind? Pustestifte. Keine Pusteblume, kein Pustekuchen, Pustestifte. Ich bin gespannt, ob man mit denen hier irgendwas hinkriegt, was gut aussieht. Wir probieren es jetzt aus. Ich mag die Dinger wirklich sehr, sehr gern. Und jetzt dachte ich, komm, probieren wir doch mal aus, damit ein großes Bild zu machen. Ungelogen, ich habe ein bisschen Angst, weil die letzte Schablone, die ich gemacht habe, die hat mich wirklich viel Kraft gekostet. Das ist echt anstrengend und die war mega klein. Ach ja, für die Leute, die jetzt keinen Plan haben, wovon ich rede und sich denken, hä, was labert die denn da jetzt über Schablonen? Das hier sind Pustestifte. Erstmal ganz von Anfang. Nochmal auf Null. Das hier sind Pustestifte. Die dreht man sich einfach um, steckt die hier falsch rum rein, steckt das hier rauf und dann kann man... Ihr wünscht euch eine kleine Demonstration? Die könnt ihr gerne haben. Seht ihr das? Ist das nicht cool? Und genau... Und wenn man näher rangeht, dann kann man natürlich auch den hier machen. Und damit ganze Flächen... Auspusten? Ja, ich denke schon. Man pustet ja, ne? Man malt ja nicht. Das hier ist meine kleine Schablone. Ich habe einfach so ein Gesicht gezeichnet. Habe das mit dem hier ausgeschnitten. Das ist so ein kleiner Keramikschneider. Ganz klein. Die Schablone habe ich jetzt gemacht, weil ich ja keine feinen Linien pusten kann, logischerweise. Also dachte ich, mache ich eine Schablone, packe ich die auf ein anderes Blatt Papier und puste einfach drüber, damit ich sowas am Ende des Tages rauskriege. Das ist noch nicht alles. Man kann natürlich auch... doppelt machen, dann hat man so einen 3D-Effekt. Und dann habe ich gedacht, mache ich noch eine Farbe. Und dann habe ich gedacht, mache ich noch eine Farbe. Und dann habe ich gedacht, mache ich nochmal dieselbe Farbe. Aber wir versuchen heute, etwas ein bisschen aufwendigeres als das hier zu machen. Also es besteht eine 50-50-Chance, ne, dass das Video heute ein Fail wird. Aber wir machen es trotzdem. Ich habe es vorher nicht ausprobiert. Ich probiere es jetzt zum ersten Mal mit euch aus. In groß natürlich, das habe ich schon probiert. Aber das große probiere ich jetzt zum ersten Mal mit euch aus. Zuallererst brauchen wir natürlich eine Skizze. Ich habe mir gerade einen Druckbleistift rausgesucht zum Zeichnen. Und ich habe genau denselben Druckbleistift zweimal. Aber der ist schwerer. Also es ist genau der gleiche, aber der ist schwerer. Vielleicht ist das hier ja so ein futuristisches Material, das besonders leicht ist. Oder ist es einfach Aluminium? Let's go erstmal mit der Skizze. Ich habe an was Manga-mäßiges gedacht, was Anime-mäßiges. Anime! Ich würde sagen, wir sehen uns gleich, wenn die Skizze fertig ist, Leute. Fertig mit der Skizze, so sieht das jetzt aus. Jetzt muss man den Spaß aber nur noch ausschneiden. Und das ist, wovor ich wirklich Angst habe. Weil ich habe keinen Plan, wie ich das machen soll. Keine Ahnung. Wirklich, null Dunst. Ich hatte jetzt die glorreiche Idee... da noch was drunter zu packen. Weil letztes Mal habe ich mir den kompletten Tisch zerkratzt. Na okay, es ist ganz klein. Aber ich habe mir schon den Tisch zerkratzt. Ich glaube, das ist eine Augenbraue. Jetzt fangen wir aber mal an. Wo fangen wir an? Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, was ich machen muss. Ich habe keinen Plan. Weil das ist jetzt anderes Papier. Und ich habe schon beim letzten Papier gemerkt, dass das immer so frisselig wurde. Also so muss man herausfinden, in welche Richtung man nur schneiden darf. So Leute, hier ist kurz mal die Lana aus dem Off. Ich habe wirklich, wirklich keine Geduld mehr gehabt, dieses Ding zu machen. Es ist so anstrengend, das auszuschneiden. Das ist so verwirrend, weil ich gar nicht weiß, was ich wo wie ausschneiden muss. Versteht ihr das? Also bei den Haaren jetzt hier zum Beispiel auf dem Bild. Ich wusste nicht, muss ich da jetzt die Lücken rausschneiden? Muss ich den ganzen Pony rausschneiden? Und wenn ich den ganzen Pony rausschneide, wie funktioniert das dann mit den Augen? Weil die hängen ja dann da einfach lose rum. Also müsste ich dann wieder die kleinen Dinger, die Dreiecke, da wieder hinlegen. Ich weiß gar nicht, ob ihr mich versteht, aber es war so verwirrend. Also brauche ich jetzt erstmal eine 20-minütige Pause, damit mein Kopf wieder klar wird. Und dann mache ich auch weiter damit. Ich glaube, ich gehe gleich einfach mal rüber zum Bäcker und hole mir ein Franzbrötchen und einen Kakao. Einfach so als Nervennahrung. Außerdem hatte ich übelst Angst, dass wenn ich den Hals ausschneide... sie einfach, der Kopf einfach vom Hals abfällt. Und da wusste ich nicht, wie ich das machen soll. Es war die reinste Katastrophe, Leute, wirklich. Es ist Horror gewesen. Auf jeden Fall, jetzt wo ich hier ein bisschen mit euch quatsche, Leute, wir sind unter uns. Was geht so bei euch? Schreibt mir mal in die Kommentare, was so geht. Wie geht's euch? Geht's euch gut? Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's gut. Habt ihr jetzt Ferien schon? Ja, ne? Wie waren eure Zeugnisse? Oh mein Gott. Oh, was hattet ihr in Mathe? Welche Note? Oh, ich war immer so übertrieben schlecht in Mathe. Also wirklich richtig, richtig schlecht. Richtig schlecht. Mein Lehrer meinte ohne Witz zu mir, Lana, du sitzt auch nur zur Deko im Matheunterricht. Ich war so hardcore beleidigt. Ich so, was ist denn mit dem los? Was soll das? Wer sagt sowas?
Und dann saß ich aber wirklich nur noch zur Dekomatte. Ich habe gar nichts mehr gemacht. Ich habe mit einer 5 am Ende bestanden. Und jetzt, wo ihr alle Sommerferien habt, fahrt ihr denn auch mal in den Urlaub? Ich hatte jetzt mal vor, demnächst in den Urlaub zu fliegen. Irgendwie, weiß ich nicht, Thailand oder so oder Mexiko. So. Vielleicht auch hier in Europa, irgendwo in Italien. Hättet ihr Lust, so Urlaubsvlogs zu sehen? Ich würde euch dann einfach mitnehmen. Was sagt ihr dazu? Wir fahren zusammen in Urlaub. Auf jeden Fall, Leute, genug gelabert. Jetzt geht's einfach mal weiter mit dem Video. Ich setze mich da jetzt wieder ran, diese blöde Schablone weiterzuschneiden. Jetzt bin ich fertig und ihr habt gerade wahrscheinlich gehört, meinen kleinen Rant. Ich habe, glaube ich, so ziemlich alles falsch gemacht, was man also falsch machen kann. Ich habe gesagt, dass ihr könnt ein Fail werden. Wir machen es jetzt einfach weiter. Wir geben nicht auf. Wir bleiben hartnäckig. Ich packe das jetzt auf ein... Wie soll ich so viel pusten? Ich packe das jetzt auf ein anderes Blatt Papier und dann wird gepustet. Ich fange jetzt einfach mal mit schwarz an. Ich wollte das eigentlich schwarz-rot machen, aber ich weiß nicht, ob das jetzt überhaupt was wird. Also wir machen es. Wir machen jetzt einfach mal. Mir ist jetzt schon so schwindelig. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich. Leute, ihr seht selber, dass das echt jetzt schon nicht gut aussieht. Ich habe wohl meine Lungenkapazität ein bisschen überschätzt. Und auch die Kapazitäten dieses Stiftes, weil er ist leer gegangen. Der Stift wollte nicht mehr, meine Lungen wollten nicht mehr, jeder hat gestreikt. Ich streike jetzt auch und wir lösen das Ganze jetzt einfach mal auf und gucken, wie der ganze Spaß aussieht. Ich gehe davon aus, dass es nicht so gut geworden ist, weil ich beim Schneiden schon richtig viele Fehler gemacht habe. Aber wir gucken jetzt, die sieht auch so gruselig aus, die alte. Aber wir gucken jetzt einfach mal. Ey! Ist ja doch eigentlich ganz okay geworden. Man erkennt was. Es ist okay. Soll ich es nochmal in Rot machen oder überschätze ich schon wieder meine Lungenkapazität? Ah, harte Entscheidung. Ich puste jetzt nochmal ein bisschen versetzt in Rot. Das ist wie wenn man beim Tacker die kleinen Tacker-Dinger ersetzt. Wie heißen die? Jetzt sieht sie noch gruseliger aus als vorher. Ich dachte nicht, dass das möglich ist. Ist es wohl anscheinend. Schreibt mal in die Kommentare, wie wir sie nennen wollen. Ich würde sagen, wie heißt denn diese komische aus diesem Film, wo die immer aus dem Fernseher so rausgekrochen kommt? Samantha! So sieht die aus. Nicht Samantha, ganz wichtig, sondern Samantha. Es bringt absolut nichts, wenn ich so hochhebe, weil das blöde Gesicht einfach drauf bleibt. Ja gut, wie finden wir das? Wenn das ein richtiges Schwarz wäre, schwarz-schwarz und also nicht so ein gepustet. Oder doch, eigentlich sieht es ganz cool aus. Sieht ein bisschen aus wie Graffiti. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ja, es war so ein Horror, das auszuschneiden, dass ich dachte, dass man nichts erkennen wird. Aber es ist okay. Zack, zack. Ja. Und an dieser Stelle, habt ihr schon das Video gesehen, wo ich die Zara-Stifte ausprobiere? Wenn nicht, drückt doch einfach mal hier. Ansonsten könnt ihr hier ein anderes Video von mir sehen. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugeschaut habt. Falls ihr es noch nicht getan habt, drückt auf Abonnieren, aktiviert die Glocke. Ich würde mich sehr darüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!